Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Meinen Vortrag rahme ich durch ein Opus Magnum des Berliner Philosophen Volker Gerhardt, Öffentlichkeit als die politische Form des Bewusstseins. Eine anspruchs- und voraussetzungsvolle Idee. In Wahlkämpfen illustriert sie die Fallhöhe und auch das, was der Fall ist. Wie können wir im Resonanzraum des politischen Bewusstseins das Format politischen Redens angemessen beschreiben? Die folgende These verdanke ich dem Freiburger Emeritus Uwe Pörksen, der in seinem Buch Die politische Zunge zwei herausragende Reden für seine Zeit damals analysiert hat. Ich kann denjenigen, die sich mit politischer Sprache und Redenschreiben beschäftigen, nur dringend empfehlen, das als Grundlage ihrer künftigen Arbeit ernst zu nehmen. Eine Rede ist ein Gespräch, das klingt ganz einfach und ist auch extrem schwer. Als Gespräch wirbt sie, darauf kommt es an, unter gegenläufigen Bedingungen um öffentliche Zustimmung. Wie Werner Weidenfeld gestern sagte, die Fluidisierung des politischen Prozesses, das hat er so nicht gesagt, kennt allerdings auch Gegenströme und Wirbel. Als Gespräch stellt die politische Rede eigene Thesen auf und Ideen auf die Probe, prüft ihre eigene These an Einwänden, greift mehr oder weniger implizite Fragen des Publikums auf, erhärtet oder vielleicht auch verwirft Thesen durch Vergleiche, Seitenblicke und last not least Geschichten. Die Rede verstanden als Gespräch gibt dem Publikum die Chance, die eigene Meinung zu prüfen, sie zu bestärken oder auch sie zu ändern. Mit anderen Worten, erzeugt Anschlussfähigkeiten im Vollzug der Rede und des Zuhörens in einer volatilen Situation, in einer Situation, die natürlich auch anders ist als alternativlose Reden auf Alternativen setzen muss, um der Idee des Gespräches, so wie ich sie vorgestellt habe, Folge zu leisten. Die Rede gibt also dem Publikum die Gelegenheit, sich selbst und die eigene Meinung zu prüfen. Unter den Bedingungen einer sich verflüssigenden Öffentlichkeit rahmt eine politische Rede eine Vielzahl von Kleinstgeschichten, Giorgio Manganelli würde sagen Romane in Pillenform, und wird damit anschlussfähig für den Alltag und die Praxis ganz unterschiedlicher Menschen. Jede Rede, das ist der zweite Satz von Pörksen, den ich zitiere, jede Rede gibt Antwort auf eine Situation, die umso besser gelingt, je genauer sie auf die Situation eingeht und darauf antwortet. Michael Behrendt hat sozusagen diejenige Situation, die bislang in diesem Wahlkampf fehlt, sozusagen eine dramatische Stunde der Wahrheit in Bezug auf Europa, was passiert nach dem 22. September, angesprochen. Und eine solche Situation, das läge nun nahe, liegt in der Regie der Oppositionsparteien, eine solche Gelegenheit wahrzunehmen und herbeizuführen. Alternativlose Politik in einer marktkonformen Demokratie greift zu anderen rhetorischen Mitteln. Etwa mit dem Satz, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Als er zum ersten Mal erklang, konnte man sich noch eine implizite Selbstverpflichtung nach dem Motto, das darf nicht passieren, vorstellen. Heute klingt er wie ein nüchterner Konditionalis. Shit happens. Wahlkampfreden müssen robust gestrickt sein, manchmal auch rüde. Wir kennen das Beispiel, wo jemand, der eine gewisse Rolle in einem Wahlkampf spielte, gar nicht mehr mit seinem Namen genannt werden musste, um als Professor aus Heidelberg zu einer verbrannten Figur zu werden. Das ist so Paul Kirchhoff gegangen. Ihre Botschaft, die Wahlkampfreden, muss die Leute packen, sie motivieren und die Gegenseite entwaffnen. Gelingende Augenblicke können insofern auch durchaus heroisch wirken. Das sind Reden auf den großen Plätzen der Republik, vielleicht auch bei den großen Schlusskundgebungen, etwa in der Dortmunder Westfalenhalle. Vor 4 Jahren nahm Frank-Walter Steinmeier einen einzigen Anlauf zu einem Format, das in Ferne meiner Pörksenschen Definition entsprochen haben könnte im Berliner Tempodrom. Er hat diesen Versuch nicht wiederholt, aber er hat immerhin an dem dramaturgischen
Beispiel der Obama-Reden eine Reihe von persönlichen Schicksalen, von persönlichen Erfahrungen nicht aus dem politischen, technokratischen Betrieb aufgegriffen, zum Thema gemacht, in sein Narrative einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung integriert. Dem amerikanischen Autor Ross Thomas verdanke ich die Idee eines rhetorischen Konstruktivismus. In seinem Roman The Seersucker Whipsaw, der einen postkolonialen Wahlkampf in Westafrika schildert, gibt es einen amerikanischen Wahlkampfberater. Und der soll die Wahlkampfrede schreiben. So ist es ja auch bis auf den heutigen Tag, dass die Spitzenkandidaten die eine Rede immer wieder an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Nuancen wiederholen. Noch steht von dieser Rede keine einzige Zeile. Der gelernte Agenturjournalist setzt sich allerdings hin und schreibt eine Reportage über die Wirkungen, die diese Rede bei seinem Publikum auslöst. Er beschreibt sie wie einen Krimi in jeder Nuance. Und erst als dieses Reportageskript auf dem Papier steht, noch keine Zeile dieser Rede da ist, da setzt er sich mit diesem Masterplan, dieser Dramaturgie, 50 Jahre vor Frank Wilhelmi, an den Tisch und schreibt die Rede. 2013 haben wir nur einen sehr kurzen Wahlkampf. Nicht einmal die Vorbereitung, wie wir gestern zu hören bekamen, seien dazu vollkommen abgeschlossen. Also gibt es auch noch keine validen Reportagen über die Wahlkampfrede, eher öde Versatzbausteine, die landauf, landab mehr oder weniger durch den Windkanal bereits gezogen worden sind, leere Punchlines, die keinen vom Hocker reißen. Auf dem Weg zur heißen Phase erleben wir die rasante Schrumpfung eines emphatischen Begriffs politischer Öffentlichkeit. Hermann Löbbe hat für die 50er Jahre die postkatastrophische Situation mit dem Begriff des kommunikativen Beschweigens beschrieben. Der Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus konnte so fast sprachlos umgangen werden. Es sieht so aus, als müssten wir den Begriff des kommunikativen Beschweigens 2013 erneut verwenden, weil eine neue Katastrophe, die schon hinter uns liegt und deren Auswirkungen uns verzögert erst erreichen, Europa insgesamt im Würgegriff hält. Die Krise ist deshalb buchstäblich ohne Worte, weil sie bisher nur mit den dürren Worten alternativloser Politik erzählt wird. Die Diskrepanz zwischen den Bildern der deutschen Wahlkämpfer und dem Bild von Deutschland da draußen in Europa könnte nicht größer sein. Deutsche Wahlkämpfer, soweit sie jetzt dem schwarz-gelben Lager zugerechnet werden, erzählen was von blühenden Landschaften. Der Economist dagegen zeigt die europäischen Regierungschefs als Schlafwandler am Rande eines Abgrunds. Wie könnte vor diesem Kontrast eine angemessene Lagebeschreibung aussehen? Wie könnten konfrontative Wahlkämpfer ein zugespitztes Bild von der Lage, von dem, was der Fall ist, vermitteln? Ein Mini-Exkurs hierzu, vertieft nachlesbar in meinem Blog. Den Vortrag dazu hielt ich im Dezember beim Chaos Computer Club in Hamburg. Stabilitätsanker und Wachstumslokomotive. Die schwarz-gelben Wahlkämpfer loben Deutschland als Stabilitätsanker Europas. Den Begriff des Stabilitätsankers, fachtechnischen Begriff, gibt es durch Google Engram nachweisbar seit den 1930er Jahren. Er bezeichnet in der Bau- und Pioniertechnik die unterirdische Absicherung sogenannter fliegender Bauten wie Achterbahnen und Riesenrädern. Fachleute bezeichnen die Grube, in welchen der stabilisierende Anker vergraben wird, auch als Todmann-Grube. Folgerichtig heißt der Stabilitätsanker bei den Statikern und den Pioniertechnikern auch Todmann-Anker. Niemand allerdings würde Deutschland von den schwarz-gelben Wahlkämpfern freiwillig als Todmann-Anker Europas bezeichnen. Faktisch tun sie es aber. Auf der Gegenseite des Ankers strampelt halb Europa in der Luft und muss sich Moralpredigten über Schuldensünder anhören. Das ist die Lage. Das nenne ich das neuerliche kommunikative Beschweigen, das sich auch darin
ausdrückt, dass der von mir im Juli 2011 gesetzte Google Alert zum Thema Stabilitätsanker in der Zwischenzeit über 200 Nennungen gefunden hat, in Verkehr gebracht für den politischen Betrieb, haben Jens Weidmann, Bundesbankpräsident, das Wort und gleichzeitig Thomas de Maizière, der mit dem Griff des Stabilitätsankers die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an Saudi-Arabien mit den Worten begründete, das sei drei Wochen nachdem die Saudis in Bahrain einmarschiert sind, ein regionaler Stabilitätsanker. Als Ausweichbewegung vor dem, was der Fall ist, sehen wir Bilder ohne Worte. Die Bundeskanzlerin mit dem Papst, die schäkert, sollen wir die Kirche im Dorf lassen. Der Kanzlerkandidat mit schwarz-gelben Schal und einem Kapotthütchen und einem dicken Bierhumpen, von unten so unvorteilhaft fotografiert, dass unabhängig vom Spielausgang er nur noch als Verlierer aus dieser Ikonografie herausgeht. Die Bundeskanzlerin mit dem größten Fluthelfer aller Zeiten in einer geklauten Rotkreuzjacke am bayerischen Deggendorfrand. Und dann hören wir noch Cem Özdemir, heute wurde schon erwähnt, Christian Wulff, möge doch den Rock'n'Roll in Ruhe lassen. Ich bitte euch, den Rock'n'Roll in Ruhe lassen. Was passiert bei einem Grünen, nachdem der einzige Unplugged Rocker, nämlich Joschka Fischer, seinen Nachfolgern gesagt hat, ihr lauft nur noch mit Verstärker durch die Gegend. Das ist die Lage. Neo Biedermeier noch sogar in der Opposition. Neo Biedermeier mit Kehrwoche. Die Kirche im Dorf oder dafür beten, dass die Flutprobleme, Probleme, die dringlicher zu erörtern wären, von der Agenda dieses Wahlkampfes fegt. Das ist eine rüde, Psychoanalytiker würden sagen, Symptomverschiebung, robuste Realitätsverweigerung. Die Wahlkämpfer flüchten zu albernen Posen, so schrumpft Öffentlichkeit zu einem postpolitischen Wohlfühlfaktor. Kein Wunder, wenn ein zivilgesellschaftlicher Aktivist wie Harald Welzer über Wahlboykott nachdenkt. Stellt euch vor, sie machen einfach weiter so Wahlkampf wie mit Lenore gewaschen und weniger als 50% gehen an die Urne. Ich nehme das wahr wie einen politischen Phantomschmerz. Da ist etwas aus dem Prozess amputiert, nur die Nerven zucken noch. Ich gehe jetzt im Schnelldurchgang auf die Wortbausteine gewissermaßen der vorliegenden Wahlprogramme bzw. Entwürfe ein. Bei der CDU ist es die vom Anfang des Jahres stammende Wilhelmshavener Erklärung. Ein erstaunliches Dokument. Es wirkt, als hätte es Markus Lanz mit Dolchstoßtinte geschrieben. Mit historischer Dolchstoßtinte. Giftig werden die Sozialdemokraten und die Grünen für alles Schlechte in Deutschland, Europa und der Welt verantwortlich gemacht. Es erinnert in der Giftigkeit an die konfrontativen Kampagnen 1953 und 1957, ist aber in leichter Sprache geschrieben und wirkt deshalb ungeheuer modern. Die rüde Robustheit des Textes kommt in seiner Lakonie zum Ausdruck. Souverän ist danach heute nicht mehr, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, wie Karl Schmidt sagte, sondern in Nachfolge von ihm und Ronald Pofalla den anderen die Komplexitätsarschkarte zuschiebt. Die anderen, also mit anderen Worten Rot-Grün, können wortreich alles in der Welt erklären, bekommen aber nichts gebacken. Das ist das Bild, das gelingende Framing in diesem modernen, postmodernen, alternativlosen Konzept. Erfolgreiche Politik nach dem Motto ist ein genetischer Code, der den anderen fehlt. Der politische Anspruch, auch die nächste Regierung zu führen, wirkt für die CDU wie ein ihr auf den Leib geschriebenes Naturgesetz. Auch der Entwurf des FDP-Programms erstaunt. Man reibt sich die Augen, wie leichtfüßig die Partei in ihrer Selbstbeschreibung die Performance der Bundesregierung vergessen macht. Der Auftakt, die Freiheit des Einzelnen ist Grund und Grenze liberaler Politik, klingt ein bisschen zu tanzkartenpoetisch. Die Beschwörung der deutschen Inflationsangst passt ins Profil und reintegriert die eigenen unsicheren Kantonisten davor, zur AfD überzulaufen. Der Blues von der deutschen Stabilitätskultur, auch ohne Anker, und das Anti-Schulden-Credo tragen inbrünstig religiösen Neo-Biedermeier-Charakter. Der Programmentwurf erfüllt die Anforderungen an robuste und rüde Sprache. Der analytische Gehalt ist null, spielt überhaupt keine Rolle. Hier betet die neoliberale Gemeinde ihr postmortales Credo. Zombies, wie sie im Buch stehen. Die SPD legt ein Regierungsprogramm vor, nennt es ausdrücklich bereits Regierungsprogramm. Sie will, wie sie sagt, das Land besser und
gerechter regieren. Man darf sich daran erinnern, dass der Eintritt der SPD, sei es jetzt in die Große Koalition 1966-67, dann auch wieder 98 beziehungsweise 2005, immer an den Defiziten des bürgerlichen Lagers, ich nenne es mal so, selber mit den entstandenen Problemen umzugehen, zustande gekommen ist. Die Lage ist ernst, das ist sozusagen der Befund, den man unstrittig erkennen kann. Der politische Pragmatismus eines Regierenwollens überwiegt. Die Schnittstellen zum grünen Programm sind offenkundig. Allerdings merkt man auch dem Programm an, anders als zu den in leichter Sprache geschriebenen anderen Programmen, dass da sehr viele Autoren ohne abschließende Redaktion mitgestrickt haben. Es ächzt im Gebälk des besseren Regierens. Das Sprachregister wimmelt von bürokratischen Sonatinen. Am Ende zählt für Mitglieder und Anhänger das Versprechen immerhin des besseren und umsichtigeren und sozialgerechten Regierens. Dem Programm fehlt allerdings wieder kämpferischer Biss. Es klingt nach Bewährungsaufstieg. Die Grünen haben ein Programm mit 337 Seiten vorgelegt. Sie haben ihre Forderung von 2009 gewissermaßen sich zu eigen gemacht. Damals haben sie noch nach einem neuen Gesellschaftsvertrag verlangt, sind ihnen aber schuldig geblieben in den ein Kleingedruckten und in den Großgedruckten. Das heißt, sie machen mit diesem Programm ihre Anhänger in einem mehrstufigen Prozess nicht nur sprach- und Kampagnen, sondern auch kampffähig. Der Auftakt mit Teilhaben, Einmischen, Zukunft schaffen vermittelt den Eindruck von dem transformativen Charakter des Programms. Übrigens ist es auch anschlussfähig für die Piraten, wenn sie liefern, was Salomon Reyes gestern versprochen hat. Die jüngsten Umfragen belegen, dass die Grünen im Kreis der mit ihnen sympathisierenden Wähler sogar für höhere Steuern offenkundig Zuspruch finden. Im Detail setzen sie dem schwarz-gelben Narrativ von der Staatsschuldenkrise eine ökonomisch plausiblere Erklärung von der Krise Europas entgegen. Ihr Handicap ist allerdings, sie machen sich das Narrativ der Verdammnis von Schulden zu eigen. Das ist, wie wir jetzt gerade vorgestern es lesen könnten, ökonomisch blühender Unfug. Deutschland erzielt durch derzeitig negative Verzinsungsbedingungen, herausgegebener neuer Staatsverleihung, Finanzierungsgewinne im Vergleich zu anderen Euro-Ländern in einem Umfang von 100 Milliarden Euro. Paul Krugman hat zu einer vergleichbaren Situation in den Vereinigten Staaten geschrieben, die wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie diese Gelegenheit nicht für langfristige Infrastrukturinvestitionen, die allein schon im Zeitverlauf und durch dann eine moderat durch die Zentralbank hingenommene Inflation kein Gegenstand wären. Also mit anderen Worten, das Narrativ der Frau der Bundeskanzlerin wird leider auch in diesem Falle von den Grünen ohne Not übernommen und damit fesseln sie sich an einen Punkt, der für die Auseinandersetzung entscheidend werden dürfte. Die Linke hat ein Wahlprogramm, das ungeheuer ungenau auf der einen und detailversessen auf der anderen Seite klingt. Es gibt Passagen, darin erinnert mich der Text sozusagen schon linguistisch an das französische Manifest der kommenden Aufstände. Also linksradikal in einer völlig sozusagen abgehobenen, irren, rauschhaften Syntax. Es markiert das Programm, das Verhältnis zur SPD wie eine Abstoßungsreaktion. Wir haben heute erlebt, wie sich das dann auch bei den Planern auswirkt. Ein rhetorischer Allergiebeschluss, Gürtelrose mit Ansage. Es wirkt in weiten Passagen buchstäblich unernst, als wollte sich die Linke so davor bewahren, in Koalitionsverhandlungen genötigt zu werden. Es klingt wütend verknallt in ihre Ohnmacht. Einen interessanten Akzent setzt der Programmentwurf. Das muss man wirklich jetzt wieder auch Frank Wilhelmiles grüßen in Bezug auf seine Mini-Narratives sagen. Die großen Abschnitte in dem Programmentwurf, die muss ja noch verabschiedet werden, beginnen mit einer jeweils mit einer Passage, in welcher Mini-Biografien vom Ernst der sozialen Lage berichten. Da können sich andere noch dicke Scheiben von abschneiden. Es bleibt allerdings ein Dilemma, ich zitiere: Der Einstieg in eine gerechte Gesellschaft bedarf mehrerer Entscheidungen gleichzeitig. Zitat Ende. Der Satz illustriert das
die Lage der Linken. Einsteigen wollen sie schon irgendwo, man weiß nicht wo rein. Entscheidungen treffen, ja, das geht dann auch nicht anders, aber mehrere und dann auch gleichzeitig, das ist eine eingeräumte, ein Bekenntnis, ein Schuldbekenntnis gegenüber der Politik, die sie auf Lagerseite dazu nötigen könnte, in eine Regierung einzutreten, vor der sie kapitulieren. Also diese Passage des Programms, wenn sie da den Parteitag übersteht, da brauchen die im Grunde genommen ihre 4,5 Millionen Euro gar nicht erst auszugeben, sie können auch zu Hause bleiben. Die Piraten nutzen für ihr Programm bisher ein Wiki, das mit zahlreichen Unterpunkten nerdig surrealistisch daherkommt. Ihr Programm illustriert einen völlig anderen Zugang zur Politik. Es wimmelt von Details bis hin zum transsexuellen Eichhörnchen. Es erzeugt ein Bild pragmatisch-utopischen Bastelns an zahllosen Einzelthemen und ist damit zugleich anschlussfähig, auch sozusagen sozialliberal, hat Reyes gestern erzählt, an Rot-Grün und zugleich insofern völlig unverträglich, unvorstellbar, wie man mit ihnen diskutieren kann, weil sie auf ein überwölbendes Narrativ komplett verzichten. So entsteht ein Bild, als sei die Welt ein gigantischer Bastelkasten, der hier einen Bypass, da einen Patch und vielleicht noch irgendwo anders ein paar Zeilen neuen Codes braucht, um sie wieder ein bisschen in Gang zu bringen. Gäbe es nicht diese blöden Personalbagatellen der Piraten, könnte man sie für das Ergebnis eines luziden Wachtraums von Niklas Luhmann halten. Es gibt kein Reset der Gesellschaft. Das ist das systemische Credo ihrer 320 Forderungen. Die Gesellschaft an vielen Baustellen simultan neu zu verdrahten oder mit kleinen Stromstößen unter Spannung zu setzen, reicht aus für die erforderliche Unruhe aus diesem seltsamen Wattegefühl, das wir heute mehrfach vermittelt bekommen haben, wieder herauszukommen. Christoph Bieber hat vollkommen recht, der Eintritt der Piraten in die politische Arena hat alle Parteien partizipativ ein bisschen piratisiert. Unterschätzen Sie also nicht die Attraktivität des robusten Bastelns aus dieser Ecke des politischen neuen Lagers. Ich nenne jetzt einfach ein paar Namen, die manchen von Ihnen ein Begriff, anderen böhmisches Dorf sind. Bradley Manning, Aaron Swartz, Edward Snowden und Julian Assange sind für die Generation der Piraten das, was Nelson Mandela, Angela Davis, Che Guevara für andere Generationen gewesen sind. Die Mobilisationskraft dieser neuen Formation wird chronisch unterschätzt, in dem tradierten Lager auch in den Medien, und kann die Studie der Bertelsmann Stiftung und von Allensmacht zur Wahlkampfbeteiligung völlig konterkarieren, weil durch ihre eigene Form der Mobilisierung buchstäblich manche Überraschungen aus einer ganz unerwarteten Ecke kommen können. Die Alternative für Deutschland hat eine bedauerliche Karriere aufs Parkett gelegt. Die Leserforen der Welt, der FAZ und der Spiegels wimmeln von anschwellenden Boxgesängen neonationalistischer Töne. In ihrem Wahlprogramm schreiben sie, ich zitiere, wir fordern eine geordnete Auflösung des Euro-Währungsgebietes. Deutschland braucht den Euro nicht, anderen Ländern schadet der Euro. Zitat Ende. Es geht Ihnen überhaupt nicht um eine Analyse, obwohl Sie dazu in der Lage sein würden, wie das bei Herrn Lucke zu sehen ist. Es geht Ihnen auch nicht um die Politik. Ihre Forderung läuft auf eine Paradoxie hinaus. Die Idee, den Prozess der Auflösung des Euros zum Gegenstand von jahrelangen Verhandlungen zu machen, ist völlig abwegig. Solche Beschlüsse fallen in Nächten vor langen Wochenenden. Solche Beschlüsse fallen in Tateinheit mit temporären Bankschließungen und weitreichenden Kapitalverkehrskontrollen. Solche Beschlüsse werden nicht 10 Tage vorher angekündigt. Sie kommen zustande infolge übergesetzlicher Notstände. In ihnen schlägt die Stunde ungebremster exekutiver Macht. Davon ist die AfD weit entfernt. Ihr geordnetes Versprechen lese ich als Symptom für nichts anderes als politische Zockerei. Man sollte die finanziellen Förderer und Sprecher der Partei danach fragen, welche Credit Default Swaps in ihren Anlagekonten stecken. Sie wollen riesig ungehebelte Gewinne realisieren, ganz private Gewinne, und nehmen billigend in Kauf, dass ganz Europa auf der anderen Seite verliert. Zocker, die von einer Spekulationswette leben, sie so ernst zu nehmen, wie es ihnen im Moment widerfährt, ist nicht nur zu viel der Ehre, es zeigt die Seinsvergessenheit in der medialen Begleitung dieser seltsamen, verbogenen Truppe. Sie sind diejenigen, die auch nur die Idee eines Narrativs europäischen Zusammenhaltes zerbröseln. Wie kann es gelingen, den Phantomschmerz, von dem ich eben sprach, in diesem Wahlkampf noch zu überwinden?
In den Dispositiven der Oppositionsparteien fehlt etwas. Das Lassalle'sche Sagen, was ist, kommt nicht aus ohne Kritik an der Sprache der anderen, aber natürlich zu Beginn auch erstmal einer Prüfung des Registers im eigenen Sprachrepertoire. Die Sozialdemokratie und die Grünen haben das Narrativ der schwäbischen Hausfrau und ihre Schuldenverdammnis teilweise adaptiert. Das ist ein richtiges Handicap. Ich habe darauf eben schon mit dem Zitat von Krugman hingewiesen. Sie befinden sich in Geiselhaft der strategischen Position der Kanzlerin. Wer den Primat der Politik oder des Politischen wiederherstellen will, das gilt auch für die bastelnden Piraten, steht auf der anderen Seite der Barrikade einer marktkonformen Demokratie. Und das müssen wir jetzt nochmal sagen. Europa steht, und das sagt der Economist, das ist nicht irgendwie neues Deutschland oder die Jungle World oder was. Europa steht am Abgrund. Das Narrativ von Schwarz-Gelb sagt, alles prima. Uns geht's Gold. Rot-Grün bahnt den Weg in die Schuldenunion. So erzählen sie rüde und robust. Und das sagt die Opposition dazu. Steinbrück hat letzte Woche im Otto-Suhr-Institut in seiner außenpolitischen Grundsatzrede einen zarten Hinweis darauf gegeben und an das Stabilitätsgesetz von Karl Schiller aus dem Jahr 1967 erinnert. Es gibt einen flagranten Verstoß der amtierenden Bundesregierung gegen das Gebot des außenwirtschaftlichen Gleichgewichtes. Ich füge off the records hinzu. Faktisch betrachten sie ganz offenkundig ganz Europa den Binnenmarkt als deutschen Binnenmarkt und können insofern sich die Hände in Unschuld waschen und sagen, so what, wir haben doch einen Ausgleich. Nur heißt das auf der anderen Seite, dass die sogenannten Schuldensünder billigend für das deutsche Erfolgsmodell in Kauf genommen werden. Alles andere ist pure, nackte Heuchelei. Wie antwortet die Opposition? Ich sagte schon, das reicht nicht. Darauf hinzuweisen, dass man hier gegen das Stabilitätsgesetz, also das ist die bürokratische Sonatine, verstößt. Es muss da schon mehr Musik angestimmt werden. Und ich erinnere jetzt an eine Anekdote aus dem Wahlkampf 2002. Wilhelm Hennis hatte damals in einem Interview mit der Berliner Zeitung gesagt, immer, wenn ich Edmund Stoiber reden höre, frage ich mich, wo sein Vorgesetzter ist. Nach der außenpolitischen Grundsatzrede Pierre Steinbrücks frage ich mich, welche Rolle er als Kandidat in seiner eigenen Partei spielt. Ist er Brandt oder Egon Bahr? Und er wechselt zwischen diesen beiden Positionen, indem er an das selige Wandel durch Annäherung erinnert, gewissermaßen zurück in die habituelle Rolle eines Hilfsreferenten, als der er seinen Weg in der politischen Verwaltung begonnen hat und kann sich für die Führung trotz einer Begabung zur scharfen Sprache offenkundig öffentlich noch nicht entscheiden. Das ökonomische Desaster von Europa kann anders erzählt werden. Die Oppositionsparteien können das schwarz-gelbe Narrativ mit eigenen Erzählungen beantworten. Das neue Narrativ beginnt als Sprachkritik. Es erfordert Arbeit an der eigenen Sprache. Und wie sieht denn die Alternative zu marktkonformer Demokratie aus? Wie bekräftigt Rot-Grün den Primat des Politischen? Wie koppelt Rot-Grün einen erneuerten Gesellschaftsvertrag an Geschichten ihrer Wählerinnen und Wähler? Wie finden sich diese Wähler in den Erzählungen der Wahlkämpfer in Spe wieder? Das, meine Damen und Herren, ist die Renaissance der politischen Rede. Die Renaissance der Rede als Gespräch, das Ende alternativloser Politik. Sie wird anschlussfähig an zahllose Synapsen in den politischen Organisationen und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Eine Warnung auf dem Weg dahin. Es gibt weiße Salbenrhetorik, immer wieder gerne aus den Ablagen hervorgerufen mit dem Ruf nach einer großen Rede, völliger Quatsch. Die große Rede ist dekorativer Mumpitz. Wir brauchen keine Deko, wir brauchen Schwarzbrot, was zum Beißen und Kauen, etwas, das den Widerspruch herausfordert und ermöglicht. Alternativlose Politik kann nicht mit alternativlosen Ansagen beantwortet werden. So einfach ist das. Das Format von Reden als Gespräch gilt es zu erproben. Das geht nicht wie im Sportpalast Voltje und so weiter. Das muss und wird auch anfangs holpern, umso besser, weil es dadurch auch umso glaubwürdiger ist und nicht inszeniert. Man erinnert sich an so einen Einmarsch an gewissen Parteitag, ich weiß, glaube ich, in Leipzig. Die eigenen Argumente müssen geprüft werden, gerade auch von den eigenen Basis. Die sind sonst nicht mobilisierbar, sind nicht an die Urne zu bringen. Je härter, desto doller. Da und so entsteht Musik. Das ist wie im Ring, und zwar nicht Schattenboxen, sondern es wird wehtun.
Aber wo neue Gefäße sprießen sollen, muss auch Strom rein. Es muss zucken. Die Synapsen kommen nur in Feuer auf Sendung. Wer abnehmende Bindungskraft beklagt, muss bindende Angebote machen. Das ist Wurzelkanalarbeit an der Öffentlichkeit als politischer Form des Bewusstseins. Ohne das geht es nicht. Die Idee der Rede als Gespräch führt zur Renaissance der Öffentlichkeit als politischer Form des Bewusstseins. Alles andere ist Schrumpfarbeit. Darauf kommt es an. Die Wahlkampfrhetorik der Parteien, soweit wir sie noch zu hören bekommen, wirkt dieses Jahr noch kalkulierter, noch optimierter, noch windschnittiger für noch kleiner fragmentierte Sinus-Pepita-Milieus. Da geht etwas verloren. Der analytische Aufwand, um die Fragmente der Gesellschaft mit Mikrobotschaften zu beschießen, wirkt auf mich wie der Versuch, Wahlkampf mit örtlicher Betäubung zu verwechseln. Lokalanästhesie. Bis zum 22. September nochmal die Einsicht in den schmerzlichen Befund verschieben, dann kann der Aortaabriss kommen. Warum erst dann? Die Fluidisierung, von der Werner Weidenfeld gesprochen hat, hat viele Erscheinungsformen, gestern auch an der Elbe bei Stendal. Der Wahlkampf scheint nur schon gelaufen. Die Öffentlichkeit als politische Form des Bewusstseins wird in der fragmentierten, strategisch defizitären Pepita-Sinus-Kommunikation gar nicht adressiert. Das heißt, den Schmerz kann ich Ihnen als Rhetoriker nicht ersparen. Die analytische Fragmentierung leistet nicht nur begrifflich analytisch ganze Arbeit, sie zerstört die emphatische Idee von Politik als Formung politischen Zusammenhalts. Ich erinnere zum Schluss an ein Lied von Walter Mehring. Zwei Zeilen. Werft eure Herzen über alle Grenzen und wo ein Blick grüßt, werft die Anker aus. Das fehlt. Kleine, berührende Treibanker, schmerzhafter, persönlicher Kontakt. Die Alternative dazu ist klar. Das ist der Stabilitätsanker in der Todmanngrube. Auf der Gegenseite hängt Europa in der Luft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hüth. Ich bin schon da. So, das war natürlich für uns jetzt zu dieser fortgeschrittenen Stunde nochmal eine echte Herausforderung. Ne? Selbst für die routinierten, geübten Feuilleton-Leser und Leserinnen, sich sozusagen hier auch nochmal einzulassen. Ich nutze die Gelegenheit, die Chance hier am Mikro zu sitzen, so ein paar Punkte einfach mal direkt aufzugreifen. Kann mir eine Randbemerkung nicht verkneifen. Ihr Bild oder in eine Frage gekleidet, ist Steinbrück Brand oder Bahr? Da Bahr ja immer als der Kopf und Architekt der Ostpolitik bezeichnet wurde, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, wie Sie das dann sozusagen zuordnen würden. Ne? Aber ich will noch zwei konkrete Punkte im Blick auf die Wahlkampfstrategien auch anschließen. Weil Sie ja auf der einen Seite gesagt haben, die Sprache im Wahlkampf muss rüde sein, sie muss robust sein. Da kommt einem natürlich sofort in den Sinn, brauchen Wahlkämpfe tatsächlich auch Kampfbegriffe. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, würden Sie ja den Schwerpunkt anders setzen und sagen, es braucht das Narrativ, was sich dann sozusagen sprachlich auch Bahn bricht auf auch emotional besetzte, gleichwohl reflektierte Begriffe. Das ist das eine, was ich ansprechen wollte. Das zweite, Sie sagen, die Renaissance der politischen Rede als Gespräch. Ein Gespräch setzt ja immer voraus, dass ich auch jemand habe, der mir zuhört und der auch die Geduld aufbringt, einen solchen Gesprächsfaden zu entwickeln. Das kriege ich jetzt nicht so richtig zusammen mit dem medialen Auftrieb, seien es klassische Medien oder Social Media. Wie stellen wir uns das vor? Also, erst einmal mit dem Jekyll und Hyde Phänomen ist Per Steinbrück, Egon Bahr oder Willy Brandt. Er ist beides simultan und erzeugt allerdings, weil sozusagen die homöopathische Mischung unentschieden bleibt, den Eindruck eines Wackelbildes, dass beide, sowohl Bahr als auch Brandt, unbestritten hohe Kompetenzen, Glaubwürdigkeiten,
verkörpert haben, macht die Idee, welcher Körper denn tatsächlich nun aus dem Kandidaten spricht, so unentscheidbar. Das ist der erste Punkt. Die Kampfbegriffe sind natürlich jetzt erst einmal eine eigene Zuspitzung, aber am Anfang steht das, was hier schon mehrfach beschworen worden ist, nämlich das nassalische Zitat sagen, was ist, einen ungeschminkten Befund der Lage geben und dann zu sagen, okay, mit welchen Interessen haben wir es in dieser Lage zu tun, in welcher Logik ist die bisherige von Rot-Grün im Bundestag mit unterstützte Europolitik gelaufen, auf wessen Rechnung ist diese Rechnung gebucht worden und welche Rechnung steht nun demnächst erneut da auf dem Tapet. Und das heißt, anfangs geht es erst einmal um das, was die Kanzlerin im Wahlkampf 2009 mehrfach versprochen, aber nie geliefert hat, nämlich um eine schonungslose Analyse der Lage. Dieser Befund oder dieses Versprechen ist von ihr unmittelbar nach dem Wahltag schon aus dem Grund wieder in die Versenkung gedrückt worden, weil es dann auch ihren eigenen grandiosen Wahlerfolg, mit anderen Worten das zweitschlechteste Ergebnis der CDU oder das schlechteste sogar nach 1949, entsprechend in der Partei dann auch zum Thema gemacht hätte. Konnte sie nicht machen, wollte sie nicht, ist sie schuldig geblieben, hat sie nur sozusagen rhetorisch die Backe dick gemacht. Und das heißt, Kampfbegriffe kommen erst dann überhaupt ins Feld, wenn man sich zuvor zu einer klaren Analyse der Lage verstanden hat und hierüber auch das eigene sozusagen mutmaßliche Wählerreservoir angesprochen hat. Wenn ich mich hier an die Präsentation von heute Morgen erinnere, fühle ich mich an die 47%-Rede von Mitt Romney erinnert, wenn ich lese, dass die Sozialdemokratie 58,8% der Wähler sozusagen für unerreichbar erklärt. Das hat jetzt mit Subventionen nichts zu tun. Es scheint eine lebenswertliche Dissoziation von ihrem ursprünglichen Anspruch, die gesamte Gesellschaft zu erreichen, schon auf Seiten ihres Wahlkampfstrategen anzudeuten. Der scheint mir, wie Herr Schröder mal über Herrn Machnick gesagt hat, noch einiges zu tun zu haben. Und nun zu der Idee des Gesprächs. Also die Idee des Gesprächs ist nicht, dass ich jetzt hier irgendwie ein Selbstgespräch mit mir führe oder das, was wir hier tun, als Gespräch inszenieren, sondern der Aufbau einer Rede, so wie ich das mit dem Bild von Ross Thomas beschrieben habe, kann, und zwar nicht mit rhetorischen Fragen, sondern im Sinne der Entwicklung von Gedanken, in einer Dialektik, in welcher eine Ausgangslage in ihrer Dramatik mit ihren Folgen für die davon betroffenen Leute da draußen im Land, nah bei den Leuten, illustriert wird, inwieweit auf die Probe gestellt wird, okay, ich bin jetzt vielleicht sogar Beamter, mit anderen Worten, habe bis an mein Lebensende gesicherte Einkünfte, wie sieht es denn aus mit den sozialgesetzlich Versicherten, die keine Pensionen, die durch den Steuerzahler gesichert ist, in Erwartung haben. Wie sehen da die Wertberichtigungen, die biografischen Kontenstände aus? Also mit anderen Worten, alles das, was weh tut, muss angesprochen werden, gerade weil es, indem es gerade nach den einschlägigen Reformen auch die eigene Anhängerschaft geschmerzt hat, muss auch die SPD durch diese Zone des Schmerzes gehen, um danach geläutert mit einem höheren Maß an Glaubwürdigkeit hervorzugehen. Und das geht nur in der Gesprächsform. Ein Mea Culpa, das dann mehr oder weniger so wie eine Gardinenpredigt über die Rampe ginge, wäre ein hilfloses Manöver. Power to persuade, im Sinne überzeugen durch argumentieren. Jetzt mal verkürzt gesprochen. Gibt es Wortmeldungen im Publikum? Bitte schön. Also ich möchte mich zuerst mal bedanken für eine Rede, die, fand ich, rhythmisch und inhaltlich dem so ein bisschen entsprochen hat, was Sie als Forderung an Reden aufgestellt haben und die intellektuell sehr stimulierend war. Ich würde an einer Stelle ein bisschen Einspruch erheben, und zwar gerade weil Sie ja fordern, klaren Tisch zu machen, reinen Tisch zu machen, alles auf den Tisch zu legen. Paul Krugman und den Economist als Kronzeugen der Merkantilismus-These halte ich dann doch für ein bisschen unterkomplex im Zusammenhang dieser ganzen Situation. Das nehme ich billigend in Kauf. Gibt es weitere Wortmeldungen, weiteren Gesprächsbedarf? Die Dame da hinten und dann Sie gerne als Zweites.
Hallo, ja, vielen Dank auch nochmal. Ich wollte wissen, wie es in Zeiten von mehr Social Media, von einem sehr fragmentierten öffentlichen Diskurs aussieht mit der Deutungs- oder Framing-Hoheit. Wer hat diese Framing-Hoheit noch im Wahlkampf und was leitet sich daraus für Wahlkämpfe ab? Nehmen wir bitte die zweite Wortmeldung gleich dazu, mit Blick auf die Uhr. Eine segmentierende Frage. Was halten Sie davon, dass die Grünen jetzt im Wahlkampf mit ihrer Forderung nach europäischen Schuldenbonds vorantreten? Zur ersten Frage. Das Framing ist ganz unabhängig von der Frage, wie fragmentiert die Teilöffentlichkeiten aussehen, in der Millisekunde, wo eine argumentativ nachvollziehbare Haltung im Raume steht und aus dieser Haltung eine ganze Kaskade von miniaturisierten Kommunikationsangeboten, die sich nicht auf Slogans beschränken, abgeleitet wird. Wenn da nur irgendwelche albernen Claims, wir sind jetzt für soziale Gerechtigkeit und so, also da stünden, dann ist das möglicherweise plakativ irgendwie unvermeidlich, dass es irgendwo steht. Aber wenn es nicht gekoppelt wird mit einem Kontrast, mit einer Geschichte, die illustriert, wie die Erfahrung, das Gebot, mit anderen Worten auch das wohlfahrtsstaatliche Selbstverständnis an kollektive und individuelle Biografien Anschluss findet, so lange kann diese Fragmentierung nicht überwunden werden. Aber in der Sekunde, wo die Kaskade argumentativ klar ist, wo die Position der Wahlkämpfer zu dem Thema klar ist, in der Sekunde, wo sie sich aus der Geiselhaft des Narrativs der Kanzlerin befreien, ertönt eine andere Musik. Das schließt im Übrigen natürlich auch die seinsvergessene Linke an, also die ihre mehreren Entscheidungen gleichzeitig zu treffen, auf dem jetzt demnächst stattfindenden Parteitag mal gründlich durchdenken muss. Wenn dieser Satz, sage ich jetzt Ihnen, schon so stehen bleibt, dann ist sie wirklich nicht satisfaktionsfähig. Es ist eine alberne Veranstaltung, eine Spaßguerilla, die noch weitere 4 Jahre braucht, um in der Wirklichkeit anzukommen. Die Segmentierung der Grünen, die segmentierende Frage mit europäischen Schuldenbonds, es wird darauf ankommen, das Narrativ von Schwarz-Gelb, das ist jetzt der Weg in die Europäische Schuldenunion, mit einer klaren Antwort zu versehen. Das heißt jetzt nicht einen europäischen Lastenausgleich, sondern eine Erzählung, die das Einstehen füreinander nicht auf die Schaffung irgendeines albernen Instrumentes reduziert. Das würde ja die irreführenden Versprechen der Gegenseite sozusagen nur symptomatisch replizieren. Es bedarf einer anderen Erzählung, die glaubhaft macht, dass hier nicht die Stunde des Kassensturzes, sondern einer realistischen Lageanalyse an ihrem Anfang steht und alles andere ist daraus glaubhaft ableitbar. Gut, ich möchte mich noch mal bitte. Es geht um AfD-Partei, Sie haben ein paar Worte gesagt und meine Frage über finanzielle Förderer. Könnten Sie welche finanzielle Förderer uns nennen? Ich verstehe Ihre Frage weder semantisch noch akustisch. Aha. Nochmal. Wer sind eigentlich Förderer, finanzielle Förderer der AfD-Partei? Das wird sich erst dann zeigen, wenn Sie dem Bundestagspräsident den Bericht Ihrer Spendeneinnahmen, soweit Sie 10.000 Euro übersteigen, vorgelegt haben. Das wird nicht vor 2014 der Fall sein. Mit anderen Worten, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Gut, das führt auch nochmal auf ein ganz anderes Feld. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken für
den spannenden Schlusspunkt, den Sie hier gesetzt haben, der ja aber noch gar nicht der allerletzte schlussendliche Schlusspunkt ist, denn es erwartet uns ja auch heute nochmals eine Bündelung unserer Diskussionen durch Gerd Mielke. Dazu darf ich Sie dann auch gleich bitten, wieder ins Erdgeschoss zu gehen. Wir werden das in einer lockeren Formation, so wie gestern auch, abschließen. Und damit entlasse ich Sie fürs Erste. Dankeschön. Danke.